Hello and welcome to Modelis. Hello and welcome to Modelis. Now we got all the parts of the P38 spread on the table. Wir haben jetzt alle Teile der P38 hier am Tisch ausgebreitet. Man sieht auch die entsprechenden Teile. Wir haben hier den einen Flügel, den zweiten Flügel. We got the two wings. We got the two fuselages. We got the mid fuselage, den Mittelrumpf mit dem Cockpit, with the cockpit. And we got the small parts and we got the elevator, das Höhenleitwerk mit dem Höhenruder. Yes, and we will start with the build and let's see how we go on. Zuerst eine kurze Erinnerung unserer Freunde vom Hersteller. First a short reminder of our friends from the manufacturer. So better don't leave the model too long in the sunset. Also bitte das Modell nicht zu lange in der Sonne lassen, was für die Schäume nicht so gut ist. Don't leave the model too long in the sun, because it's not good for the foam. So, für den ersten Funktionstest haben wir den gesamten Kabelbaum zusammengesteckt. For the first test we just assembled the wire harness just to test it out. And ja, ich glaube es ist der aufwendigste Kabelbaum, den ich in einem AHF Modell je gehabt habe. I think it's the most advanced or most complex wire harness I have had in a ARF model. In größeren Modellen oder Turbinenmodellen haben wir schon sehr komplexe Verkabelungen gehabt, aber in einem AF ist das, glaube ich, einmalig. We already had, of course, more complex wire harnesses and jets and bigger complex models, but for AF, I think this is the most complex wire harness. But it's working. We tested it and it's working, and so we can continue now with the assembly. Ja, wir haben hier auf der Unterseite der Fläche einen durchgehenden Kohlefaserholm. We got a complete carbon rod through the wing, so it's really stiff, and we got a short one for fixing. And we got a short one for mounting the wings. Wir haben noch eine kurze zur Montage der Flächen. Und wir sehen hier, dass hier noch ein dritter Kohlefaserstab durch die Flächen geht. And we see there is a third carbon rod through the wings.
So, jetzt ist Zeit für die Ruderhörner. Die Ruderhörner müssen montiert werden. Now it's time to mount the rudder horns. Die Bikes, Beutel sind beschriftet. Der unbeschriftete ist für das Höhenruder, der war dort montiert. Querruder und Flaps. We got the elevator, aileron and flaps. Okay. So, nun ist die P38 fertig and now the P38 is finished so far and we built it and it looks really great as you can see. Und wie man sieht, sieht sie wunderbar aus. Ist wirklich ein wunderschönes Modell, sehr originalgetreu, sehr scale. Eine Besonderheit vielleicht noch sind die gegenläufigen Propeller. A very interesting thing are the counter-rotating props. This means the torque of the motors are compensated by having the motors or the propellers rotating in different directions. Also die Propeller des Modells laufen in zwei verschiedene Richtungen. Das heißt, es sind gegenläufige Propeller, die sich jeweils nach außen drehen. Dadurch heben sich die Drehmomente der zwei Motoren auf. Dieses Feature ist eine Besonderheit, da zwar die Originale üblicherweise gegenläufige Propeller haben, aber die Modellflugzeuge meistens gleichläufige Propeller. This feature with the counter-rotating props is a really cool thing, because most of the models have props rotating the same direction, so the originals mostly have counter-rotating props. Now let's have a look at the retracts. We'll have to retract. And now we flip the switch.
sehen kann, werden alle Fahrwerke eingezogen und mit Fahrwerksklappen geschlossen. Soweit von der P38. Ja. Soweit zum Bau der P38. That's it about the build of the P38 und danke fürs Zusehen und wir sehen uns bald wieder. Thanks for watching and see you soon.